Hallo Leute, hier ist der Stefan von Outdoor Chiemgau. Jetzt mit einer Sondersendung, die ich ganz schnell produziere, weil ich Angst habe, dass bis die fertig ist und hochgeladen ist, sich die Situation leider schon wieder komplett geändert hat. Putin ist in der Ostukraine einmarschiert. Also das, was viele nicht für Möglichkeiten haben, ist gestern Abend passiert. Aber anders. Anders als viele das gedacht haben. Es fiel kein Schuss. Putin hat das Ganze begleitet und auch begründet mit einer einstündigen Rede an sein Volk, an die Ukraine, aber auch an die Welt, also auch an uns. Folgende Überschriften gab es dazu zu seiner Rede. In wirrer Drohrede im TV stellte Putin die Staatlichkeit der Ukraine in Frage. Also wirrer Drohrede. Dann kam vom Bild Ukraine-Konflikt Putins ihre Rede im TV. Die haben dann noch einen draufgesetzt, Putins Rede erschüttert die Welt, schockiert die Welt. Der Tagesspiegel, also das linke Berliner Magazin, schreibt, Putin will seine Großmachtsfantasien Realität werden lassen. Genau, oder sogar hier die Bild noch, die Rede ist eine Kriegserklärung. Also wir stehen kurz vor einem Krieg. Laut Bild, laut FDP in diesem Fall. Denn dort hat die Marie Angestrack-Zimmermann, also den Namen schon mal, FDP-Politikerin, ja folgendes gesagt. Putins Rede ist eine Kriegserklärung. Er erkennt die sogenannten Volksrepubliken in der Ostukraine an und droht der Ukraine unverhohlen mit Krieg, sollte diese nicht freiwillig auf ihre eigenen Gebiete verzichten. Er bricht damit das Minsker Abkommen, spricht der Ukraine die normale Existenz ab. Also ganz schön heftig. Ich finde, am besten hat es hier T-Online getroffen. Russland lässt den Westen nachsitzen. Warum Putins Rede die Welt verändert. Und ich würde sagen, eine Rede, die so gehypt wird, die schauen wir uns zumindest mal in ein paar kleine Ausschnitte an. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und schauen, was er so gesagt hat. Nochmal, Ukraine, das ist für uns nicht nur ein Nachbarland. Das ist ein untrennbarer Teil unserer Geschichte, unserer Kultur, unser geistigen Raums. Das sind unsere Freunde, nicht nur Kollegen, das sind ja auch Verwandte. Das sind Menschen, die mit uns in Familien verbunden sind. Was Putin damit sagen will, für ihn gehört die Ukraine eigentlich ins russische Reich zurück. Er hat also dann auch die Geschichte bemüht. Das will er jetzt gar nicht vorspielen, es ging sehr lange. Er ist also dann wirklich darauf eingegangen, dass ja irgendwann 1918 das ja nur unter Druck quasi sich abgespalten hat, aber eigentlich gehört alles zu Russland. Unterstützung seitens der amerikanischen Botschaft lag bei einer Million Dollar pro Tag. Die großen Geldbeträge wurden wirklich auf die Konten ganz offen überwiesen. Und was? Also er sagt ganz offen, USA, Westen unterstützen die Ukraine. Die Ukraine macht eigentlich das, was der Westen quasi vorgibt. Das sagt übrigens auch über Europa. Deswegen interessieren auch wir Deutschen oder Franzosen, ob wir mit dem sprechen, das interessiert den gar nicht. Weil er sagt ja ganz klipp und klar in seiner Rede, wir machen ja das, was die USA will. Und da kam auch die Rückmeldung, ja, es gibt ja offene NATO-Politik, mit uns wird nochmal verhandelt und uns werden Sanktionen nochmal mit Sanktionen gedroht. Ich denke, die Sanktionen, die werden sowieso eingeführt und Vorwände für Sanktionsanschläge werden immer gefunden oder fabriziert, unabhängig davon, wie die Situation in der Ukraine ist. Also Putin hat die Stopp der NATO-Osterweiterung eben genannt und hat immer gesagt, die Sanktionen aus dem Westen kommen so oder so, irgendeinen Vorwand gibt es dafür immer. Warum? Auch ohne Vorwände, weil es uns gibt, weil wir unsere nationalen Interessen, unsere Werte und unsere Souveränität nicht aufgeben. Ich sage klar und offen, in der Situation, wenn unsere Vorschläge zur Diskussion auf Augenhöhe unbeantwortet bleiben, wenn die Bedrohung für unser Staat wächst, hat Russland das vollständige Recht, die eigene Sicherheit zu
gewährleisten. Und das werden wir auch machen. Und das ist jetzt tatsächlich, was man fast als Kriegserklärung nennen könnte. Es ging also davor um das, dass die Ukraine ja schon angedroht hat, letztes Jahr, wenn sie nicht in die NATO kommen, müssen sie sich selber verteidigen, dann werden sie halt wieder Atomwaffen bauen. Und das ist natürlich dann wiederum eine Gefahr für Russland, die Russland so nicht tolerieren wird. Keiner von uns will gern Grenzen an seiner Grenze feindliche Raketen haben. Nicht erfüllen, um Konflikt zu regulieren. Sie sind an der friedlichen Lösung nicht interessiert und sie bemühen sich, einen Blitzkrieg in Donbass zu organisieren, wie es 2014 und 2015 war. Wie diese Abenteuer geendet sind, wissen wir. Also hier wirft er quasi der Ukraine vor, dass die vorhaben, einen Blitzkrieg durchzuführen, um die zwei separatistischen Bezirke quasi wieder ins Land zurückzuholen. Dokumente werden vorbereitet und in nächster Zeit unterschrieben. Und diejenigen, die die Macht ergriffen haben und erhalten in Kiew, verlangen wir, dass die Kampfhandlungen unterbleiben. Und wenn sie das nicht tun, dann wird das Blut ergießen auf deren Gewissen sein. Und ich denke, dass alle patriotischen Kräfte des Landes das unterstützen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz schön heftiger Tobak. Das bedeutet quasi, sollte die Ukraine dann in die zwei Provinzen einfallen, dann würde Russland dementsprechend reagieren und sie hätten dann dieses Massaker, das daraufhin erfolgt, zu verantworten. Ja, das könnte man durchaus als Kriegserklärung hernehmen. So Leute, was können wir aus seiner Rede entnehmen? Ich habe mir einige Punkte mir rausgesucht, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Punkt erstens, Putin hat keinen Bock mehr, sich vom Westen vorführen zu lassen. Sanktionen werden sowieso kommen, egal was er tut, irgendeinen Vorwort findet man dafür immer. Ja, er spielt mit Sicherheit auf Nord Stream 2, die ja immer noch nicht geöffnet ist, obwohl die bereits fertig war und Gas drin war. Gas, das wir im Übrigen dringendst benötigen würden. Zweitens, die Ukraine ist genauso wie Europa kein eigenständiger Partner mehr für ihn. Deswegen bringt es auch nicht wirklich viel, wenn jetzt Scholz oder eben Macron, also der Franzose, bei ihm anruft, weil mir deren ja eh nur das, was USA sagt. Ja, hier muss ich sagen, da hat er nicht ganz Unrecht bei der Gesagte. Drittens, er hat die Geschichte zur Legitimation hergenommen. Nun, ich könnte natürlich jetzt auch hergehen und einfach mal sagen, 1918 haben Teile des Saarlands zu Bayern gehört. Die wurden uns damals nach Ende des Krieges einfach genommen. Es war also rechtswidrig. Also im Nachhinein gesehen könnte man das ja so sehen. Also fordere ich, dass Teile des Saarlands wieder zu Bayern zurückkommen. Könnte man genauso sagen. Es gibt allerdings auch andere Beispiele, zum Beispiel Südtirol und Österreich. Südtirol, da steckt im Namen schon drin Tirol und Tirol gehört halt nun mal zu Österreich. Das heißt, eigentlich gehört Südtirol zu Österreich. Das heißt, auch die Österreicher könnten jetzt hergehen und von Italien die Rückgabe von Südtirol fordern. Wäre also, wenn man das so umwandelt, genau das Gleiche. Ist halt alles schon fast 100 Jahre her. Naja, weiß es nicht. Viertens, er fordert die NATO auf, quasi auf die Verträge von 1997 zurückzugehen und diese ganze NATO-Osterweiterungen, die wir ja gehabt haben, Polen, Estland und was da alles noch dazu kommt, wieder rückgängig zu machen. Denn wir stehen ja quasi direkt an seiner Grenze. Und da wir uns in letzter Zeit nie so wirklich freundlich verhalten, ja, könnte man das als Bedrohung auffassen, so wie wir auch Russlands Aggressionen als Bedrohung auffassen. Ein Punkt, der da auch mit reinspielt, ist dann aber quasi ja folgendes. So deutsche Kanzler sagt ja mehr zu, die Ukraine, es wird momentan nicht drüber nachgedacht, ob die in die NATO kommt oder nicht. Derzeit. Nur nach dem, was ich am 1997 versprochen habe, sind unsere Versprechen ja eh nicht wirklich viel wert, wenn es um die NATO geht. Und das Zweite ist, was bedeutet denn derzeit? Wie lang ist denn derzeit? Reden wir hier von 100 Jahren? Reden wir von einem halben Jahr? Reden wir von einem Jahr? Und er hat definitiv keine Lust, dass die Ukraine in die NATO kommt, weil dann ist er halt komplett eingeschlossen von der NATO. Ja. Fünftens, das mit den Atom
Bomben. Es ist gar nicht so abwegig. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, ich finde leider nicht mehr, der war aus dem letzten Jahr, wo eben ein Minister der Ukraine gesagt hat, wenn wir nicht in die NATO, in irgendein Militärbündnis kommen, müssen wir uns selber verteidigen und dafür brauchen wir Atombomben. Und das Know-how müssten sie eigentlich noch haben aus der Sowjetzeit. Die haben ja schließlich ihre Atombomben damals abgegeben mit dem Versprechen, dass sie nie angegriffen werden. Das Versprechen hat Putin natürlich jetzt gebrochen. Punkt 6. Ist es eine Kriegserklärung nun? Ich würde es definitiv als Warnung an die Ukraine verstehen. Definitiv. Lasst die zwei Provinzen in Ruhe, sonst wird es böse enden. Richtig böse enden. Es wird das Blut an eure Händen kleben. So kann man sich natürlich immer als der Gute machen, weil ich bringe ja nur Sicherheitstruppen, Friedenstruppen dorthin. Und wenn die natürlich angegriffen werden, ja, dann müssen sich die natürlich verteidigen. So hat man schon viele Kriege legitimiert. Aber es ist definitiv eine Warnung und es ist dann eine Kriegserklärung, sobald die Ukraine diese Gebiete eben nicht freigibt. Also ja, ja, man kann es fast so sehen. Punkt 7, Putin sagt ja auch in seiner Rede, er geht davon aus, dass eben ein Blitzkrieg geplant ist, um die zwei Provinzen dann wieder ins Reich heimzuholen, also in die Ukraine. Ich frage mich allerdings, warum haben sie das dann die letzten 8 Jahre nicht gemacht, sondern haben sie jetzt 8 Jahre lang eingegraben und gab dann immer nur so Grabenkämpfe, mehr nicht. Ja, vielleicht weiß er was wir nicht wissen. Vielleicht ist es aber auch nur Propaganda. Das weiß man. Die Wahrheit geht ja vor jedem Krieg immer flöten. Für alle Beteiligten übrigens. Also unsere Medien sind da nicht besser als die russischen. Aber Punkt 7 ist eben jetzt der Grund, die Legitimation für Putin, dass er dort wirklich Truppen einsetzt, weil er einfach sagen kann, es sind 8 Jahre lang sind dort Menschen gestorben und das ist ja tatsächlich so, das kann man ja nicht leugnen und zwar auf beiden Seiten. Also auch die Ukraine ist hier kein Unschuldsengel, wie uns verkauft wird, sondern die haben genauso rübergeschossen. Wer dann immer angefangen hat, lässt sich im Nachhinein ja nicht feststellen. Mitgemacht haben definitiv beide. In Bayern heißt das schon, es gehören immer zwei dazu. Und so war es hier natürlich auch. Und das würde natürlich seine Friedenstruppen definitiv legitimieren. Es können jetzt natürlich verschiedene Szenarien sich ergeben. Szenario 1 nenne ich mal das optimistische Szenario. Optimistisch vielleicht sogar in Anführungszeichen. Aber ich denke mal das Szenario, mit dem die meisten leben könnten. Und zwar ist das optimistische, Putin marschiert jetzt dort ein mit seinen Friedenstruppen in diese beiden Provinzen. Die Begrünger pro-russische Regierung spalten sich von der Ukraine quasi ab oder sind jetzt ja offiziell nach russischen Angaben ja abgespalten von der Ukraine, kehren nicht mehr dazu und wären quasi jetzt eigenständige Länder, aber quasi unter russischer Aufsicht. Warum nenne ich das jetzt das Optimistische? Nun, ich denke, dass dann die Kämpfe aufhören würden. Denn man muss sich jetzt mal überlegen, als Ukrainer, Soldat, die waren immer diese pro-russischen Separatisten, die waren jetzt nicht so gut ausgebildet, die waren auch nicht so gut ausgerüstet und jetzt steht da vielleicht der russische, jetzt steht da ein russischer voll ausgebildeter, gut ausgebildeter Soldat mit weit mehr Möglichkeiten, als das vorher die Separatisten hatten. Der braucht nur einmal einen Anruf tätigen und dann dein ganzes Gebiet wird bombardiert und von dir bleibt nichts mehr übrig. Das heißt, wir reden hier natürlich von einem ganz anderen Gegner und vielleicht hören dann sogar die Kampfhandlungen auf, dass zumindest dieses Gebiet mal befriedet wird. Es werden dann natürlich Sanktionen gegen Russland gehen, die werden irgendwann mal in einem halben Jahr, einem Jahr wieder enden und so wie man die Krim quasi das akzeptiert hat, so werden wir auch das akzeptieren, dass diese Gebiete jetzt quasi zu Russland gehören. Das wäre für mich tatsächlich das optimistische Szenario. Problem ist, dass der ukrainische Präsident bereits mitgeteilt hat, sie werden das nicht so akzeptieren. Und das bringt mir leider zum pessimistischen Szenario. Kommen wir nochmal zum pessimistischen Szenario, das ist, nenne ich jetzt bewusst pessimistisches. Also die Ukraine hält sich nicht daran, sondern will ihre Gebiete zurückerobern gegen Russland. Russland würde das natürlich dann als Legitimation empfinden, um in der Ukraine einzumarschieren und es würde einen relativ blutigen Kampf geben. Das heißt relativ, es wird einen
Hunderttausende bis Millionen Tote geben, weil 30% der Ukrainer, das sind 13 Millionen Leute, eben gesagt haben, sie werden das Land mit Waffen verteidigen. Du kannst auch schlecht ausgebildete Soldaten haben, wenn du 13 Millionen Gegner hast, das kann ziemlich tödlich werden. Außerdem braucht Russland dann eine Unmenge von eigenen Soldaten in diesem Land, um die zu unterdrücken, diese 13 Millionen. Ja. Ist natürlich auch denkbar, dass gewisse False-Flag-Aktionen von irgendwelchen Leuten, entweder von Russen oder von den Separatisten gemacht werden, vielleicht auch von manchen Ukrainern, der gern wieder zurück möchte nach Russland, dass hier Angriffe gestartet werden, Scharmützel, die dann wiederum das Ganze ebenso legitimieren. Also auch das, da stehen wir kurz vor, dass es wirklich nur diesen Krieg gibt, weil es manchen einfach gefällt. Anders kann man es leider nicht sagen. In diesem Fall wird es zu heftigen Sanktionen geben. Ich gehe davon aus, dass man zum Beispiel die Gaslieferungen komplett stoppt aus Russland, vielleicht sogar die Öllieferungen. Das Blöde ist nur, damit ist auf diesem Schachfeld, das, wo quasi die Länder spielen, Deutschland eben das Bauernopfer, also in dem Fall unsere Energieversorgung. Weil wir haben halt dann die, wenn es wirklich nur mehr kalt werden würde, dann verdammt frieren ohne Gas und wenig Strom haben. Der nächste Punkt ist, dann würde sich Russland vom Westen abwenden, würde sich noch mehr China zuwenden und wenn quasi diese beiden Länder gemeinsam so quasi Ost gegen West, ja, wir sind nicht zu 100% von China abhängig. Es gibt nichts, kein Gerät mehr bei uns, was du noch kaufen kannst, wo nicht ein Teil aus China drin ist. Oder, selbst wenn es in Deutschland gebaut wurde, mit Maschinen, wo auch wieder Teile aus China drin sind. Das heißt, würden die jetzt sofort alles einstellen, ja, dann wird es bei uns nicht nur finster werden, sondern dann wird es im ganzen Westen richtig rund gehen. Von keine Medikamente mehr bis medizinische Sachen bis eigentlich gar nichts mehr. Weil alles kommt irgendwo aus China. Also, ich hoffe auf das optimistische Szenario. Ich hoffe, dass alle Spieler in diesem Schachspiel jetzt kühlen Kopf bewahren, dass es eben nicht irgendwelche Fanaten gibt, die jetzt irgendwelche False-Flag-Aktionen durchführen. Und dass sich das Ganze irgendwann wieder beruhigt, so wie sie sich auch mit der Krim quasi wieder beruhigt hat. Gerät heute kein Mensch mehr danach, dass die Ukraine, dass die Russland sich das einverleibt hat. Und so hoffe ich, ist es in ein paar Jahren mit diesen zwei Provinzen. Das sind halt dann die Bauernopfer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Servus!